Hallo meine lieben Minecraft-Freunde, zurück zur Minecraft Build LP. Wir stehen hier an der Anmeldung und wir warten, bis hier jemand kommt. Aha, warum kommt denn hier niemand? Das gibt's doch nicht. Ach, das liegt vielleicht daran, dass der Knast noch nicht fertig ist. Ah, ich muss mal was erzählen. Ich habe hier schon ein bisschen den Boden reingelegt. Wie ihr seht, das war in der letzten Folge nicht. Das fällt voll auf hier. Dann habe ich hier auch noch ein bisschen was getan. Ich habe hier mal so ein kleines Büro aus dem Boden gestampft, ein paar Bürotische, ein paar Stühle, nichts Wildes. Den Boden habe ich auch mal hier verlegt. So, die zwei Stühle auch. Dann habe ich mir die Wand hier reingezogen mit den Glowstone-Steinen, die als Lichtquelle dienen. Dann haben wir das Konferenzzimmer mit dem fetten Flat an der Wand. Dann hier den dicken, fetten Tisch mit den ganzen Stühlen und der schönen Rose, die niemals verwelkt. Das wundert mich. Die braucht auch kein Wasser. Das ist eine spezielle Rose. So, dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Podest gebaut, so einen kleinen Tisch. So, hier geht's in die Anmeldung rein, wo wir gerade vorstanden. So, jetzt steht hier einer drin. Aber der Herr, der gerade auf der anderen Seite stand, der ist irgendwie weggelaufen. Keine Ahnung, wo der ist. Der hatte so eine, irgendwie so eine Axt in der Hand, so eine Hacke. So, ach, da ist er ja vielleicht drauf. Da haben wir Videobeweis. So, hier ist die Anmeldung. Ah, nochmal gucken hier. Zack, zack, zack. Schick, schick. Schickimicki. Machen wir auch mal die Türen hier zu. Nicht, dass jemand ausbricht. Schließlich sind wir hier im Knast. Hier auch nochmal zu. Das ist ja auch hier der öffentliche Bereich. Hier kommt kein Knast hier hin. Dann habe ich schon mal hier die Zellentrakte gekennzeichnet mit dem Schild. Zellentrakt? Nee, ganz einfach. Von außen. Oh, ich muss mal hoch. Einmal Schwebemodus. Einmal Fallmodus. Klatsch. Da habe ich auch schon mal zwei Schilder dran gepackt. Main City Police Department. Und Main City Jail. Das wird ja ein Knast und Polizeistation zugleich. So, und das wird der Haupteingang. Da muss ich mal gucken, da werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Aber heute werden wir uns ums Dach kümmern. Genau. Endlich mal ums Dach. Da habe ich mir schon so eine kleine Vorstellung gemacht. Ob Spitzdach, Flachdach. Ach, ich habe mir so viel überlegt. Ich versuche mal was, was ich mir überlegt habe. Es wird eine Mischung aus Glas- und Betondach. Natürlich Panzerglas, ne? Nein, das wollte ich nicht. Panzerglas, Panzerglas. Genau. So, Streifen für Streifen habe ich mir gedacht. Ziehe ich das hier rein? Ah, ich mache das erstmal und dann. Nein, hier. Und dann gucke ich mir das mal von Weitem an. Also, Glas ist schon vorteilhaft. Ist auch zugleich eine Lichtquelle. Ja, muss man nur gucken, nicht, dass es nachher aussieht wie so ein Gewächshaus. Gewächshaus, das wollte ich sagen. Schwieriges Wort. So. Ah, von oben sieht das schon ganz cool aus. Mach ich mal ein paar Betonstreifen rein. Man muss ja meistens so ein Beispiel haben, um zu sehen, ob es gut aussieht. Hätte ich natürlich vorher schon machen können, aber nein. So viel Vorarbeiten will ich auch nicht. Das reicht, dass ich den Boden schon da hinten reingelegt habe. Weil so Bodenarbeit ist ja nicht das Spannendste. Aber hin und wieder zeige ich euch das mal. So, muss ja alles gemacht werden. Okay. Er hat irgendwas, doch. Kann man schön von oben reingucken hier. Schön Hubschrauberflucht. Schauen wir mal von unten kurz. Von innen. Okay, ja. Ah, doch, das passt. Ich habe mir gerade gedacht, dass doch noch ein bisschen höher muss das Dach. Aber ist in Ordnung so. Ja, mal gucken. Vielleicht muss ich da noch ein paar Lichtquellen reinbauen. Da muss ich mal schauen, da arbeite ich vielleicht mit Glowstone. Ob ich da hier so ein paar Glowstone-Steine mitverarbeite und es wird schon wieder dunkel. Das geht doch nicht. Legen wir uns mal pennen hier, wenn wir jetzt schon können. Ah ja, es geht. So, aufgewacht. Und direkt wieder aufs Dach hier. Ja, ich baue das jetzt so hier. Von außen sieht das ganz cool aus. Von innen muss ich mal ein bisschen mit Licht arbeiten, wahrscheinlich. Wie gesagt, mit den Glowstone-Steinen. Nicht, dass er zu düster oder zu dunkel wirkt. Ein bisschen Licht sollte schon da sein.
ich jetzt mal so hier. Das ist verkehrt. Genau, bis hierhin ziehe ich das. Und hier muss ich mal gucken, wie ich das dann hier weiterziehe. Wahrscheinlich genauso. Da hinten der Innenhof, der Auslauf, der bleibt da gleich. Also der kriegt kein Dach. Ne, wegen Frischluft. Normalerweise bräuchte ich auch kein Dach drauf. Hier kann ja sowieso keiner abhauen. Aber das sieht ja nicht aus. Wenn hier kein Dach drauf ist, wie sieht das denn aus? Das muss schon sein. Aber diese Glasfront, die wird nur hier in dem Zellentrakt sein. Bei dem Büro, bei den Büros und bei der Anmeldung und so. Da werde ich andere Dächer benutzen. Wahrscheinlich ein stinknormales. Zack. Machen wir erstmal so die einzelnen Steine rein hier. Oh nein, was ist denn los? Ich verklick mich heute voll oft. Da, da, da. Ja, und der Knast, es geht dem Ende zu, wie es aussieht. Da folgt schon das nächste Projekt. Ob ich es im Kopf habe oder nicht, das kann ich euch nur nicht verraten. So. Sieht ein bisschen aus wie so eine Lagerhalle von oben. Oder wie so eine Fabrik. Okay, genug Mitarbeiter hätten wir ja. Aber ob die alle arbeiten, das weiß man nicht. Die meisten sind 23 Stunden lang eingesperrt. Eine Stunde Auslauf. Dann gibt's Essen. Und das war's dann. Nochmal drauf. Ich glaube, jetzt haben wir es erstmal, ne? Du kommst mal weg. Yeah. Das große Dach. Boah, ja, man kann nicht viel rausschauen, aber so soll es ja auch sein. Meine Jüte, ne. Doch, das sieht cool aus. Ja, es gibt ja viele Formate vom Dach. Gedacht, so ein Glasspitzdach. Aber ne, so gefällt mir das ganz cool. Ganz cool, so gefällt mir das ganz gut, wollte ich sagen. Komm jetzt mal hoch hier. Kleiner Schwebemann. So. Jetzt müsste ich hier eigentlich hier weiter mit Glas arbeiten. Ich muss mal kurz was schauen. Weil der Bereich soll ja auch beleuchtet sein. Oder Tageslicht soll hier reinfallen. Kommt eins hin? Nein, da kommt eins hin. Da nicht. Hier kommt eins hin. Da muss ich mal nach hinten gehen. Ne, ich muss hier erstmal eine Mauer reinziehen. Fällt mir gerade ein. Was ich hier reinmache in die Ecke hier, weiß ich noch nicht. Zack, zack. Zu. Ach, ziehen wir das erstmal hier alles zu. Das Dach gefällt mir ganz gut schon. Es ist schlicht und einfach, aber es ist gut gelungen. Mache ich das komplett bis hier rüber? Ich glaube, ich lasse das hier weg. Klar, man muss das natürlich hier erstmal draufpacken, um die Steine überhaupt setzen zu können. So, aber die werde ich dann nachher da hinten wegmachen. Das geht mir zu viel in den Außenbereich. Ja. Das wird eine richtige Dachfolge heute hier. Er nimmt auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Zum Glück bin ich im Kreativmodus. Wenn ich das alles noch sammeln müsste, oh Gott. Dann wird das keine. Dann wird die Dachfolge nicht eine Folge gehen, dann wird die bestimmt 6 Folgen gehen oder so. Bis ich alles gesammelt habe. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt mache ich mal da hinten das Glas weg. Boah, das aussieht irgendwie geil. Kann man richtig gut reingucken. So, weg mit euch hier. So, jetzt kommt der Beton ins Spiel. Blub, 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 blub. Ja, oh nein, was machst du denn hier? Du sollst doch hier entlang. Ist alles ausbruchssicher. Krass, wie so ein Feld irgendwie, so eine. Wie so Bienenwaben. Okay.
weiter, 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 weiter. Ja, das ist heute mal richtig spannend wieder hier. Man sieht hier viel Glas, viel Beton. Was will man mehr? Block für Block. Das sind da bestimmt, keine Ahnung, das ganze Dach sind bestimmt 300 Blöcke oder so. Das könnte passen. Wenn ich überlege, hier auf einer Linie sind, was weiß ich, 30 Blöcke oder 25. Nein, hier kommt nichts mehr hin. Ja, automatische Speicher, natürlich. Dann seht ihr den Bildschirm auch mal. Oh, da ist der schöne Bildschirm. Im Hintergrund ist auch eine coole Stadt zu sehen. Das war es auch schon, das geht immer recht schnell. Und das Dach ist fertig. Yeah! Zellentrakt-Dach ist erledigt. Wir sind fett im Geschäft. Boah, sieht echt schon cool aus, ey. Es gefällt mir gut, sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein richtiger Knast, Hochsicherheitsknast hier. Hier kommt auch noch was. Hier vorne kommt auch noch ein Dach drauf. Da muss ich mal gerade schauen, was ich hier für ein Dach mache. Glaube, ich nehme mir so ein stinknormales erstmal. Aber ich werde hier auch ein bisschen mit Glas arbeiten. Oh, das war zu viel. So. Einfach mal machen. Man wird ja sehen, wie es aussieht. Okay, ne, hier rüber. Obwohl, darf der hier rüber gehen? Nee. Das sieht nicht aus. Genau, so lassen wir das. Und dann da rein. Oder so ein quadratisches Fenster, muss ich mal gucken. Ein quadratisches Fenster. Oder ein Dreieckfenster. Oder alles Fenster? Nee, alles ist zu viel. Ich mache erstmal ein bisschen die Seiten zu. Ich ziehe in der Mitte gleich rechts von mir so ein langes Fenster rein. Genau, das mache ich. Sonst wird das Layer zu dunkel drin. Dafür habe ich zu wenig Glowstone verarbeitet. Komm, machen wir hier nochmal zu. Kurz was schauen. Ja, ich mache jetzt hier, ich glaube, ich mache jetzt hier komplett ein Fenster rein. Sonst wird das echt zu dunkel. Ein bisschen Glas muss sein und Tageslicht ist ja auch wichtig hier. Sonst muss ich zu viel mit Glowstone arbeiten. Mit Fackeln möchte ich nicht arbeiten, das passt hier nicht gerade. Also Fackeln, die passen gut in so Burgen rein und so Mittelaltergebäuden. Aber jetzt nicht in so einen hochmodernen Knast hier. Da gibt es ja in echt auch keine Fackeln. So, so, so. Hat sich ausgefackelt. Obwohl als Lichtquelle müsste das reichen. Na, schon groß. Schauen wir gleich mal von innen. Von hier oben kann ich es noch gar nicht so beurteilen, wie es innen drin aussieht. Also von hier oben sieht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen hell aus. Vielleicht die Ecken ein bisschen dunkel hier rechts vor mir, aber wem stört's? Nein, du kommst weg. Dann gehen wir mal eben in die Anmeldung. Da kommt mal mit, Leute. Zack, ich bin dick, ich brauche zwei Türen. Ja, das passt schon. Ach, da habe ich mir auch gedacht, ich muss hier mal ein paar Stühle hinbauen, wo die Leute sitzen können und warten können. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. So, machen wir mal ein paar Stühle hin. Da kommt, machen wir mal einen dazwischen frei. Ah ne, das ist zu nah. Mal hier nur einen hin. Ist hier so der Wartebereich. Oh, mache ich noch mehr Stühle hier hin? Mal kurz überlegen. Hier auch noch zwei hin. Und hier machen wir auch noch zwei hin. Genau, das ist der Wartebereich und die Anmeldung. Hier ist der Zellentrakt. Ein Tisch muss nicht unbedingt hier hin. Ja, gefällt mir doch ganz gut. Dann gehen wir mal kurz rüber zu den Büros. Boah, doch, das gefällt mir sehr gut so. Boah, richtig geil. Hammer, hammer, hammer hart.
So, in der nächsten Folge machen wir mal das Dach drauf. Gucken, was das für ein Dach wird. Und dann sieht es schon recht weit fortgeschritten aus, unser Knast. Mal schauen von vorne, Haupteingang. Ja. Viel grauer, so muss es ja sein. Oh Gott, die Sonne geht unter, Leute. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao.